Ihr seht im Hintergrund eine Aktie, die wahrscheinlich die allermeisten von euch oder von der die allermeisten von euch noch nie etwas gehört haben. Aber diese Aktie ist der oder die Firma, die hinter dieser Aktie steht, ist einer der größten Arbeitgeber eines europäischen Landes und eine ganz, ganz spannende Story. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Wir sprechen jetzt darüber. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseninvestment, Unternehmertum. Und die Aktie, die ihr hier hinter mir seht, die hat einen etwas schwer auszusprechen Namen, denn der ist französisch, heißt Bain-Mare Monaco, SPM. Und was ist das Besondere an dieser Aktie? Und zwar SPM. Das ist eine Firma, die betreibt unter anderem die Casinos in Monaco. Die besitzen etliche Restaurants in Monaco, unter anderem das Café de Paris. Das steht direkt am Casino, eines der berühmtesten und bekanntesten Restaurants in Monaco. Hotels, das Hotel Hermitage, das Hotel de Paris. Das ist wirklich Hotel de Paris, wirklich das Luxushotel, was es in Monaco gibt. Die sind indirekt auch mit beteiligt an, oder beziehungsweise der größte Eigentümer von Bet at Home, ne? Bet at Home, Online-Wetten, machen Wohnimmobilien. Die haben beispielsweise das One Monaco entwickelt. One Monaco, das sind die teuersten Immobilien, die du in Europa kaufen konntest, ne? Alle schon weg, waren nur ein paar Wohnungen, stehen direkt am Casinoplatz in Monaco. Die haben 100.000 Euro gekostet. Klingt jetzt nicht so viel, ne? Bis man erfährt, das war der Preis pro Quadratmeter. So, alle verkauft. Und ist tatsächlich der größte Arbeitgeber Monacos. Und diese Firma wurde mal gegründet in den 1950er Jahren von Onassis. Ne? Onassis kennt man noch, großer Reeder aus Griechenland. Der hat im Grunde genommen Monaco und Monte Carlo zu dem gemacht, was es heute ist. Später sind die dann so ein bisschen im Streit auseinandergegangen. Jetzt ist der größte Anteilseigner dieser Gesellschaft ist die Fürstenfamilie, also die Grimaldis, denen gehören knapp 70% dieser Aktien. Ich habe diese Aktie schon sehr, sehr lange in meinem Depot. Und ich blende euch hier auch nochmal einen langfristigen Chart ein. Und da seht ihr, naja, da ging es jetzt mal ein paar Jahre ging es mal so nach oben, dann ging es mal ein paar Jahre wieder deutlich nach unten. Und jetzt sind wir wieder so fast am Allzeithoch. So, stopp! Und wenn ihr jetzt denkt, ihr sollt diese Aktie kaufen, darum geht es überhaupt nicht. Ne? Ich würde euch sogar empfehlen, diese Aktie nicht zu kaufen, denn wir reden heute mal über Spezialaktien. Und etwas, was all diese Spezialaktien gemeinsam haben, sie haben immer eine gute Story. Und das, was ich euch jetzt hier mit SPM so ganz kurz erzählt habe, das kann man viel, viel ausführlicher noch machen. Und ich bin unter anderem auf diese Aktie damals aufmerksam geworden durch meinen guten Freund Sven Lorenz aus London, der ja einen wunderbaren Börsendienst betreibt, Undervalued Shares. Und der Sven hat mir von dieser Aktie schon vor zig Jahren erzählt und ich habe sie dann damals auch gekauft und jetzt habe ich sie im Depot, allerdings wirklich nur eine Mini-Position, ne? Die ist wirklich nicht sehr, sehr groß und warum die nicht so groß ist, erkläre ich euch auch gleich. So, und das ist also ein Punkt, den Spezialaktien, darüber reden wir halt. Also wir reden halt über Aktien, die kaum einer kennt, die aber auf jedem Kurszettel auftauchen. Ne? Also das heißt, die gibt es in Deutschland, die gibt es in Frankreich, die gibt es in der Schweiz, die gibt es überall. Und all diese Aktien haben immer eine wahnsinnig tolle Story. Ich will euch mal noch zwei Beispiele geben. Es gibt zum Beispiel die Aktie der Schweizer Nationalbank. Also das heißt, du kannst Aktien der Schweizer Nationalbank kaufen. Und ein deutscher Vermögensverwalter hat das unter anderem getan und hat da eine wunderbare Studie vor einigen Jahren veröffentlicht. Und wenn du diese Studie liest, dann denkst du eigentlich, das ist die Aktie, die macht dich zum Multimillionär. Ne? So. Dann gibt es zum Beispiel auch eine Aktie, die seit 2003 fast unaufhörlich steigt, mittlerweile sehr, sehr teuer. Und auch das eine wahnsinnig tolle Story. Grüße in unserer Hauptstadt, nämlich die Aktie des Berliner Zoos. So. Auch das eine tolle Story, ne? Die ist damals wahnsinnig gestiegen. Da gab es diesen berühmten Eisbär, der dann später gestorben ist. Aber das war eine riesen Story. Und wenn du die hast, diese Aktie, dann ist die Dividende unter anderem, dass du freien Eintritt in den Berliner Zoo hast. Aber die hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt. So, und das ist also eine der Sachen, was diese Spezialaktien, über die wir heute reden, alle gemeinsam haben. Ne? All das haben diese Aktien gemeinsam.
Nämlich, die haben alle eine gute Story. Das heißt also, wenn du was über diese Aktien liest, dann klingt das nicht immer so langweilig. Ne? Das ist nicht so, ja, das ist eine Chemiefirma oder das ist das, sondern da ist immer irgendwie eine coole Story dahinter. Die gehört immer einer speziellen Familie, da ist immer irgendeiner extra beteiligt, da gibt es diese Übernahme, die machen das, die machen jenes und so weiter und so fort. Und wenn du dich für Börse interessierst, dann ist das etwas, da lacht dein Herz. Da sagst du, wow, das ist eine coole Gelegenheit, das musst du machen. Ne? Aber Vorsicht, diese Spezialaktien sind etwas ganz, ganz Besonderes und es erscheint immer total leicht, mit diesen Aktien Geld zu verdienen. In der Realität ist es aber unglaublich schwer, mit diesen Aktien Geld zu verdienen. Und dafür einfach mal ein paar Gründe. Wir fangen mal mit der ersten an. Und zwar, das Besondere an diesen speziellen Aktien ist, dass kaum institutionelle Anleger vertreten sind. Das heißt also, meistens ist es so, dass diese Aktien von einem großen Eigentümer gehalten werden. Das kann jetzt hier, wie beispielsweise bei der SBM, übrigens hier, seht ihr mal ein Bild eingeblendet, ne? Ich war letztes Wochenende in Monaco, natürlich auf Recherche, ganz klar. Ne? Deswegen auch hier mit Maske, muss man nämlich in Monaco tragen. Die wird zum Beispiel ja von der Fürstenfamilie gehalten und der Rest ist Streubesitz. Das heißt, da ist aber kein großer Aktienfonds vertreten, da ist kein großer Vermögensverwalter dabei, da geht auch keine BlackRock rein oder sonst irgendjemand. Ne? Die sind da alle nicht beteiligt. Und das ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Was ist der Vorteil? Fangen wir mal mit dem Vorteil an. Wenn du eine große oder wenn du eine starke Eigentümergemeinschaft hast, fast wie bei einer Immobilie, aber wenn du jetzt hier sagst, die Aktien liegen zu 50, 60, 70, 80%, 90% in nur wenigen Händen, dann werden diese Aktien auch kaum im Preis fallen bei diesen normalen kleinen Börsenschwankungen. Ne? Das heißt also, irgendwie Nasdaq geht mal 10% runter. Das interessiert diese Aktien überhaupt nicht. Warum? Weil die Besitzer davon nicht betroffen sind. Die sagen, hey, das ist eine Spezialsituation, die wir hier haben. Und die verkaufen dann nichts. Ne? Und der wenige Streubesitz, den es gibt, selbst wenn der ein bisschen gehandelt wird, auch da geht es nicht runter. Klar, wenn sowas kommt wie Corona-Crash oder auch mal Finanzkrise, dann geht es natürlich schon runter. Aber im Großen und Ganzen werden diese Aktien, reagieren die nicht auf diese kleinen Schwankungen. Aber, und das ist der Nachteil, ohne institutionelles Geld fehlt dir der Katalysator, dass es richtig nach oben gehen kann. Ne? Ich kann mich erinnern, wer hier den Kanal verfolgt, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen mit dem Sven, als er bei uns war. Vor Jahren haben wir einmal eine Situation gehabt, da gab es eine Bank, die hat der Familie Rothschild gehört, die war in Luxemburg notiert, nein, die war in Frankreich notiert, sorry, und die Familie Rothschild wollte diese Bank vom Markt nehmen und kein einziger institutioneller Anleger drin, sondern nur ein paar Privatanleger und eben die Familie Rothschild und die haben nach und nach alles aufgekauft und dadurch ist der Preis sehr, sehr stark gestiegen, war eine schöne Story, aber wenn du das nicht hast, also das heißt, wenn du keinen Katalysator hast und institutionelle Anleger, die in eine Aktie hineingehen, sind oftmals der Katalysator, schafft es diese Aktie oftmals nicht zu steigen. Das heißt, sie laufen manchmal jahrelang nur seitwärts. Da wird einfach kein Geld verdient. Dir gehört jetzt, wenn du die Aktie kaufst, ein Teil der Monaco-Immobilien. Dir nützt es aber nichts. Ne? Es kommt nichts raus. Keine Dividende, kaum Wertsteigerung. Das heißt, du hast einen schönen Besitz. Es ist ein Werterhalt, aber mehr halt auch nicht. Ne? Und deswegen, wenn du so eine Story hast und die klingt auch gut, was du zwingend brauchst, damit du mal so Gewinne machst wie mit einer Apple, einer Amazon, einer Tesla und so weiter, brauchst du institutionelles Geld. Ohne institutionelles Geld, ohne Katalysator schießt das Ding nicht nach oben. So, der nächste Punkt, und das ist wirklich ein ganz, ganz gravierender Nachteil, dass von diesen Aktien, von diesen Spezialaktien, sehr häufig nur wenige Stücke gehandelt werden. Ne? Ich habe mal nachgeschaut, zum Beispiel die Aktie der Schweizer Nationalbank wurde gestern genau 8 Mal gehandelt. 8 Stück wurden da gehandelt. So, jetzt kannst du das mal vergleichen mit einer großen Aktie, ne? Wo am Tag Millionen Stück gehandelt werden. Und was ist der Nachteil, wenn nur 8 Stück gehandelt werden oder nur 20 Stück oder 100 Stück oder 500 Stück? Ne? Der Nachteil ist ganz einfach der, du kommst schwer in diese Aktien rein. Das heißt, du musst eine Order an die Börse geben, die muss natürlich limitiert sein, aber dadurch, dass nicht so permanenter Handel stattfindet, ist es einfach so, du kommst schwer in die Aktie rein. Jetzt könnte man auch sagen, naja, okay, man kommt schwer rein. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Was aber viel schlimmer ist, wenn du dich mal von der Aktie trennen willst, du kommst so gut wie nicht raus. Das heißt, angenommen, du gehst heute in so eine Spezialaktie rein
Und dann fällt die irgendwann oder die Story verändert sich und du möchtest raus. Weil aber so wenig gehandelt wird, hast du kaum eine Chance rauszugehen. Kannst nicht mit Stop-Kursen arbeiten oder sowas. Ne? Das funktioniert alles nicht. Und deswegen sehr, sehr wenig liquide. Das wiederum ist ein Grund, warum die Instis nicht reingehen. Weil die Institutionellen sagen, ich komme ja weder rein noch raus. Also machen die das nicht. Ne? Deswegen ganz, ganz großer Nachteil. Und jetzt kommen wir vielleicht zum allergrößten Nachteil, nämlich, dass solche Spezialaktien unglaublich manipulierbar sind. Ne? Sie sind unglaublich manipulierbar. Und ich will euch jetzt mal ein Beispiel geben, wie leicht es ist, solche Aktien zu manipulieren. Jetzt ist das vielleicht von den dreien, die ich hier genannt habe, also Berliner Zoo, da geht gar nichts um. Ne? Also da kriegst du eigentlich so gut wie keine Aktie je zu kaufen. Die SBM, da geht ein paar Stück um, aber da geht es auch nicht, weil da 70%, wie gesagt, bei der Fürstenfamilie liegen. Und bei der S&P, die ist einfach zu teuer für die Kleinanleger. Aber was wird gemacht mit solchen Spezialaktien? Wie leicht ist das, die zu manipulieren? Und das wird immer noch gemacht. Das ist in Deutschland, das ist eigentlich überall auf der Welt verboten, aber dank des Internets ist es sehr, sehr einfach, das zu tun. Und wie machen das diese Betrüger? Ne? Ich nehme übrigens an dieser Stelle ganz, 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 ganz ausdrücklich meinen lieben Freund Sven Lorenz aus, weil der wirklich extrem tiefgründige Analysen macht, der die veröffentlicht erst danach selber, wenn er was kauft, überhaupt dann auch kauft und so. Also den nehme ich da ausdrücklich raus. Das ist wirklich einer der lege ich da meine Hand ins Feuer, einer der ganz seriösen Spezialisten auf diesem Gebiet. Aber wie wird das gemacht? Ne? Es geht ganz einfach. Man macht beispielsweise eins, dass man über Wochen, Monate sich Stücke von diesen Aktien kauft, bis man ein sehr, sehr ansehnliches Paket hat. Ne? Das geht auch relativ simpel, da muss man jetzt auch nicht so viel Geld haben. Und dann fängt man einfach an, über soziale Kanäle diese Aktie zu promoten. Das heißt, man fängt an, das können sogar Bots machen, also Computer sozusagen. Man kann in Foren wie Wolfs, nein, ich sage es kein Forum, aber man kann in großen Foren, die weit verbreitet sind, ne, kann man da Artikel darüber schreiben. Hey, was haltet ihr von dieser Aktie und so weiter? Dann kann man das über Instagram machen. Man kann YouTube-Videos machen. Ne? Da setzt sich dann irgendeiner hin und sagt, hey, das ist die 10.000, das ist die 10.000%-Chance. Da kann einen neuen Kanal aufmachen. Jetzt hat ein neuer Kanal keine Abonnenten. Völlig egal. Haust du ein paar tausend Euro Werbung drauf, schon verbreitet sich dieses Video auf YouTube ganz, ganz extrem. Ne? Du teilst es so ein bisschen auf Social Media und so weiter und so fort. Und plötzlich ziehst du immer mehr Leute rein. Du kannst über E-Mails, du kannst heutzutage Adressen kaufen. Du kaufst 1 Million Adressen von Börseninteressierten. Ne? Kostet nicht die Welt. Ihr denkt ja, ne, das ist von ein paar tausend Euro ist da viel gemacht. Und dann wird diese Aktie quasi promoted. Es kommen immer neue Stories, dann wird mal ein Report veröffentlicht, dann gibt es Börsendienste, die lassen sich dafür bezahlen und so weiter und so fort. Dann schießt diese Aktie nach oben. Und was passiert, wenn diese Aktie nach oben schießt? Das Volumen nimmt zu und damit schaffen es diese ganzen Betrüger, ihre tief gekauften Positionen loszuwerden. Ne? Und irgendwann, wenn sie ihre Position loshaben, hört einfach die Berichterstattung auf. Dann kommen keine neuen Leute mehr da, mehr nach und dann, bums, fällt das Ganze runter. Das war das Geschäftsmodell von Markus Frick. Ne? Wer den nicht mehr kennt, googelt mal Markus Frick, verurteilter Betrüger. Der hat das in riesigem Umfange gemacht und noch viele, viele andere mehr. Und das gibt's heute immer noch. Man denkt immer, das gibt's nicht mehr. Doch, das gibt's immer noch. Es wird noch ganz, ganz viel gemacht. Und aus dem Grunde ist das eben sehr, sehr manipulierbar, diese Spezialaktien. Auch manchmal Aktien, die zum Beispiel stark gefallen sind. Ne? Geht's immer wieder. Das wird noch mit einer Wirecard-Aktie, werden solche Spielchen getrieben, mit Steinhoff und so weiter und so fort. Mit irgendwelchen ehemaligen Firmen, die mal 99% gefallen sind, wo dann Gerücht gestreut wird, ja, die übernimmt jetzt eine Tesla wegen der Technologie oder das oder jenes. Ne? Alles geile Stories. Denkt immer dran, wenn eine Story so richtig, richtig gut klingt, so, dann solltet ihr immer ein bisschen kritisch werden. Jede Aktie braucht eine Story, ohne Frage. Aber wenn es zu gut klingt, wenn es so quasi in dir den Impuls auslöst, wow, das ist ja die Aktie, mit der ich steinreich werde, ne, dann solltest du immer ein bisschen vorsichtig sein. Und Fakt ist eins, ich selbst kenne ein, zwei Leute, die sind mit solchen Spezialaktien auf ganz seriöse Art und Weise sehr, sehr wohlhabend geworden. Warum? Weil das, ich bezeichne die sehr gern als Trüffelschweine, weil die nämlich wirklich gegraben haben nach solchen Aktien. Die haben gesucht, die haben ganz, ganz viele gemacht und die haben etwas gemacht, was die meisten von euch und ich auch nicht als Privatanleger nicht machen kann, nämlich
Die haben das gemacht wie ein Venture Capitalist. Was ist das Prinzip von Venture Capital? Venture Capital geht ja auch früh in so eine Story rein. Und wenn du Glück hast, verhundertfacht sich dann sowas oder vertausendfacht sich. Aber du musst in ganz, ganz viele Dinge hineingehen. Ne? Also das heißt, beim Venture Capital ist es so, 8, 9 von 10 gehen schief. Da ist das Geld komplett weg. Und das ist auch hier so. Die meisten dieser Spezialaktien laufen eben nicht. Manche laufen dann. Ne? Und die können dann extrem viel Geld machen. Aber dann musst du wirklich ein Spezialist sein. Du darfst, wenn dir jemand einen Tipp gibt und sagt, hey, kauf mal diese Aktie, ja, dann solltest du sehr, sehr vorsichtig werden und solltest selber tief reingehen, solltest tief graben, solltest da viele, viele Dinge selber mal erforschen, solltest dir die Bilanzen durchlesen und so. Und da wird es doch bei den meisten schon scheitern. Sondern die meisten sagen doch, da hat einer was gesagt und dann kaufe ich. Ne? Und ich bin mir auch sicher, auch heute werden welche losgehen und werden diese SPM kaufen. Und nein, deswegen sage ich nochmal, kauft diese Aktie nicht. Kauft sie nicht. Also jeder, der mal irgendwann jetzt die Aktie kauft, verliert Geld, ne? Dem spiele ich dann dieses Video vor, wo ich sage, kauft diese Aktie nicht. So. Und das ist eben etwas, worauf ihr achten müsst. Wenn ihr mal so eine Spezialaktie habt, weil ihr sagt, es ist eine geile Story und ich will das gerne haben und es macht halt auch Spaß und ich finde das toll, dann könnt ihr das machen. Dann könnt ihr über eine seriöse Recherche, wie auch immer die für euch gestellt ist, könnt ihr sowas mal mit reinnehmen. Als Mini-Beimischung. Dass ihr mal sagt, okay, ich habe, was weiß ich, ein Depot und ich nehme 5% für diese Spezialdinge und ich rechne damit, dass ich diese 5% komplett verliere. Dass das Geld komplett weg ist. Okay? Totalverlust. Das ist das, was ihr da machen müsst. Und dann nicht kaufen und dann nehmen wir, oh, ist das 30% gefallen. Nein, ihr müsst hier mit dem Totalverlust rechnen. So ein bisschen wie eine Call-Option. Ne? Dass ihr einfach sagt, okay, ihr kauft, wer mit Optionen auskennt, ihr kauft einen Call. Totalverlust ist einkalkuliert, das eingesetzte Kapital. Aber wenn du eben Glück, und das ist nämlich weniger Können als Glück, wenn du Glück hast, kann sich das auch mal verzehnfachen. Wer sowas mal machen will, kann das durchaus tun. Und die Lehre daraus ist, ich will euch da einfach ein bisschen sensibilisieren, weil die Zeit wird wieder kommen. Wir haben dieses Jahr keine so richtigen Aktienfavoriten. Ne? Im letzten Jahr war es relativ einfach nach der Corona-Pandemie. Da wusste man, okay, relativ zeitnah. Da gab es diesen Wasserstoff-Hype, was man mitgehen konnte. Da konnte man die Tesla kaufen, da konnte man Zoom kaufen, Teladoc und so weiter. Diese ganzen momentumgetriebenen Aktien, die Stay-at-Home-Aktien. Das war die Story des letzten Jahres. Wir haben dieses Jahr keine richtig guten Stories. Ne? Das ist so gesehen ein langweiliges Börsenjahr. Die Märkte schieben langsam nach oben. Es gibt viel Value, was steigt, also diese ganzen Chemie und Maschinenbau und so weiter, Autobauer. Aber es gibt keine richtig guten Stories. Und immer wenn so ein Umfeld ist, kommen dann solche Stories raus, dass die dann gemacht werden, weil Leute einfach Geld verdienen wollen. So. Und deswegen seid ihr einfach ein bisschen vorsichtig. Und für die meisten von euch, genau wie für mich, lohnen sich 0815 Aktien viel, viel mehr. Und was sind 0815 Aktien? 0815 Aktien sind große Aktien, die viel gehandelt werden, wo viel Liquidität da ist, die einfach mit ganz normalen Zahlen operieren, wo nicht so diese Mega-Story dahinter steckt, aber die halt jeder kennt, die bei jedem Broker handelbar sind und so weiter und so fort. Ja? Und deswegen seid da bitte entsprechend, vorsichtig, beschäftigt euch wirklich hauptsächlich mit dem klassischen Aktiengeschäft, weil da lässt sich auf Dauer gutes Geld verdienen. Diese Spezialaktien sind immer so ein bisschen quick rich, also schnell reich werden und mit soliden Handwerk an der Börse, egal ob es jetzt Aktien sind, ob es Trading ist oder was auch immer, da verdient man doch vielleicht nicht so schnell, aber auf Dauer solides Geld und zwar eine Menge Geld. Wenn dich das interessiert, dann kannst du dich gerne bei uns für ein kostenloses Erstberatungsgespräch eintragen. Dann können wir mal darüber sprechen, wie wir zusammenarbeiten können. Was du von uns nicht bekommen wirst, sind irgendwelche Tipps. Kauf diese oder jene Aktie und schon gar keine Spezialaktien. Und wenn dir das hier irgendwo über den Weg läuft, egal ob per Mail, per Video, per Chatnachricht oder sonst irgendwas, ne, dann geh davon aus, dass du in den meisten Fällen mit solchen Nachrichten oder mit solchen Tipps Geld verlieren wirst. Und das solltest du einfach vermeiden. Das war's für heute. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir auch mal rein, ob ihr schon mal so eine Spezialaktie hattet, wie es euch da gegangen ist, ob ihr da vielleicht wirklich auch gedacht habt, hey, ganz ehrlich sein, ne, damit werde ich jetzt schnell reich. Und wenn euch das interessiert,
dass wir trotzdem mal hin und wieder mal so eine gute Idee machen. Ich meine, der Sven hat ja auch tolle Sachen gehabt, wie die Gazprom und so weiter und so fort. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann machen wir das mal wieder an dieser Stelle. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit, viel Erfolg. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.